Exzellent! Die Minen gehören euch! Haha! Es war abzusehen, dass das Ramirez nicht schmeckt. Ach, diese Prinzessin sei verflucht! Wie konnte sie mir diese Minen wegsnappen? Eine Münzprägerei ist vielleicht nicht ausreichend. Fördert eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten. Verglichen mit der Zahl eurer Arbeitsgebäude besitzt ihr zu wenig Lagerhäuser. Errichtet weitere Lagerhäuser, um eure Wirtschaft zu optimieren. Platziert sie nah an den Arbeitsgebäuden, um kurze Transportwege zu garantieren.
Um erfolgreich gegen Ramirez vorzugehen, benötigen wir Musketiere. Aber Musketiere verlangen bessere Verpflegung. Daher schlage ich vor, dass ihr auf die Jagd geht. Denn Fleisch ist für bessere Verpflegung notwendig. Sobald ihr ausreichend Wurst hergestellt habt, um die Mägen eurer Siedler zu füllen, baut neue Wohnhäuser und vergrößert eure Siedler. Eine Jägerhütte ist vielleicht nicht genug. Beschleunigt eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten.
eine Metzgerei ist vielleicht zu wenig. Kurbelt eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten an. Hurra! Ihr habt die ersten Vorräte an besserer Verpflegung beisammen. Jetzt könnt ihr endlich Musketiere rekrutieren, die mit ihren Musketen Ramirez' Palisade durchbrechen und ihn für uns vertreiben können.